Moinsen und willkommen zu einer neuen Folge von Maxim Quatscht. Und ich dachte mir, ich bin gerade zu Hause und so bringe euch mal so ein kleines bisschen auf den neuesten Stand. Zunächst möchte ich mich bei euch bedanken, was die letzte LCS-Woche angeht. Wir haben es geschafft, 27.000 Live-Zuschauer zu generieren. Das ist definitiv ein neuer Rekord, der natürlich am Ende dazu geführt hat, dass ich meine Wettschulden einlöse und mir die Beine rasiere. Ja, und das aber nicht irgendwie, sondern natürlich mit schönem Kaltwachs. War definitiv eine schmerzhafte Erfahrung. Wer das Ganze nochmal sehen möchte, kann das Ganze auf Max seinem Kanal tun. Ich werde das Video hierzu verlinken. Er hat es bereits hochgeladen. Der Dank gilt natürlich aber nicht nur euch, sondern auch an Pietsmeet, die wir als Gäste dabei haben und die, denke ich, auch einen guten Beitrag dazu geleistet haben, dass so viele Zuschauer da waren. Also vielen Dank nochmal diesbezüglich. Gut, der nächste Punkt betrifft ebenfalls den E-Sport. Und zwar die kommende Woche wird die Struktur ein bisschen anders sein. Zunächst erstmal Dienstag keine EPS. Aber guter Ersatz ist gefunden, denn die Ausnahme besteht darin, da ja Donnerstag bis Sonntag nur die Intel Extreme Masters stattfinden und darauf freue ich mich extrem. Nicht nur, dass wir natürlich das Ganze kommentieren werden, sondern wir werden auch den ein oder anderen Pro-Gamer, also muss man denken, die LCS fällt ja währenddessen aus, diesen werden wir einladen und ja, bei uns in der Analyse bzw. teilweise als Co-Caster zur Verfügung haben. Was ich natürlich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Uhrzeiten und so weiter packe ich euch alles in die Beschreibung, damit ihr natürlich ebenfalls informiert seid und ja, gerne auch vorbeischauen könnt. Gut, der nächste Punkt, über den ich reden möchte, ist über den neuen HyperX-Kanal. Na, HyperX unterstützt uns ja offensichtlich und auch wir wollen natürlich diesen etwas zurückgeben und haben uns verpflichtet, den Kanal so ein kleines bisschen aufzubauen. Max hatte das ein oder andere Trollvideo dabei und ich habe ja quasi Debüt gefeiert und meinen ersten Champion-Guide hochgeladen. Sicherlich habe ich vor schon ein paar Jahren einen Leona-Guide gemacht, der ist aber extrem alt und der aktuelle Sion-Guide, da habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Auf Facebook habe ich das Ganze bereits geteilt, möchte es aber natürlich auch hier nochmal der YouTube-Szene mitteilen. Es ist echt sehr, sehr gut geworden. Ich habe mich da besonders reingehangen, damit ihr natürlich Bescheid wisst, wie man Sion auf der Top-Lane spielt. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da vorbeischauen, euch das Video reinziehen und vielleicht auch das ein oder andere Abo dalassen, wenn euch der Kanal dessen Konzept gefällt. Gut, und der letzte Punkt, über den ich reden möchte, ist die Fanpost, beziehungsweise die Wall of Fame. Ihr schickt uns ja wirklich regelmäßig eure Kreationen zu und das finde ich wundervoll. Ich kann das bloß nicht so gut ehren aktuell in den Videos, weil natürlich die Frequenz meiner Maxim-Quatsch teilweise sehr unregelmäßig ist. Aber wo ich sehr aktiv bin, ist Instagram. Dort werde ich jedes Mal die Fanpost bzw. eure Sachen, die ihr geschickt habt, hervorheben, nochmal im Ganzen zeigen, damit ihr natürlich honoriert werdet und unsere Wand selber wird natürlich da immer, immer größer werden. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, wenn ihr die ein oder andere Zusendung macht. Die Adresse und so weiter findet ihr in der Beschreibung, wo ihr Fanpost quasi hinschicken könnt. Ich persönlich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, zeige aber meine Zuneigung dann, wie gesagt, eher auf Instagram, weil es ein kleines bisschen schneller und knackiger ist und ja, euch natürlich zugutekommt. Auf Facebook wird das Ganze natürlich auch geteilt. Alles klar, im Prinzip war es das schon. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wünsche euch aber im Allgemeinen einen sehr, sehr entspannten Tag. Schaltet dann ganz einfach am Donnerstag bis Sonntag auf meinem Twitch-Kanal ein. Da werden wir die Intel Extreme Master sehen. Ich persönlich freue mich darauf, weil natürlich nochmal internationaler Teppich ausgefahren wird und wir halt von der europäischen oder nordamerikanischen Szene etwas wegkommen und das Ganze mal durchmischen, was, denke ich, nur gut werden kann. Alles klar. Ich wünsche euch einen spannenden Tag, genießt die Sonne, falls ihr sich mal wieder raustraut. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.